So, ich bin eigentlich am Streamen, aber auf einmal geht's hier los. Hundertpro wieder Copyright. Ah ja. Oh nein, Flugzeuge. Ah ja, der kosmische Sommer ist da. Also, Believer Beach ist wohl jetzt aktiv. Ich habe nämlich eben noch eine Runde Solo gespielt, bin nämlich bei Believer Beach vorbeigeflogen und da war einfach gar nichts. Gar nichts. Wir gucken mal gerade, ich hole euch jetzt einfach mit. Ihr habt ja den Trailer jetzt gesehen, ich fliege jetzt nochmal dahin. Nur mal gerade gucken, ob jetzt da was los ist. Wie gesagt, ich hatte gerade ein Video aufgenommen für den Shop, weil der sich nämlich auch geändert hat. Und auf einmal wurde ich halt einfach in den Trailer reingeschmissen, direkt auf Aufnahme gedrückt. Der Vollprofi. So, dann gucken wir gerade einfach, was uns da erwartet. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich weiß, dass da ein Live-Event sein soll. Aber was genau? Na komm, lad schneller. Wir haben doch keine Zeit. Denn ich habe gerade noch versucht im Stream. Ah, Believer Beach ist jetzt wieder aktiv. Ich wollte nämlich auf das Mutterschiff, hat aber irgendwie nicht so ganz geklappt. Einmal habe ich es verkackt. Ne, Hans. Hans hat mir nämlich gesagt, lande auf den normalen Schiffen, dann in die Mitte reinspringen. Aber ich habe irgendwie verpeilt, in die Mitte zu springen. So, und gucken wir uns das mal gerade zusammen an. Ach, immer diese Warterei. Die Töne sind schon ein bisschen übel von den ganzen Außerirdischen jetzt. Immer diese... Aha. Na, Batman. Batman ist rum. Such den anderen Skin. Die Siegeschichte vorbei. So, denkt dran, wir müssen dann nach Believer Beach. Ich weiß halt nicht, jetzt nicht, ob es im Party-Modus ist oder hast du nicht gesehen. Och, müssen wir jetzt echt die anderthalb Minuten genau hier warten. Sonst bist du immer nach 20 Sekunden in der Runde. Nö, heute nicht. Ach, das ist doch kacke. Ja, es sieht aus, als müssten wir eine Menge Zeit hier verbringen. Ich habe eben schon fast gedacht, dass mein Fortnite abgeschmiert wäre. Leute, das kann ja nicht sein, oder? Ach, wir, ja, der Bus startet gleich, das ist aber nett. Ach Gott im Himmel. Was macht er denn da? So, dann gehen wir endlich mal auf die Reise. Mich interessiert nämlich selber jetzt gerade, wie es da aussieht. Denkt dran, immer schön dem Busfahrer danken und die Aufgaben nicht vergessen. Macht so viele blaue Aufgaben wie möglich. Mir fällt gerade ein. Ah doch, hier sind meine Tagesaufgaben. Die kümmert euch wirklich jede Runde um die, weil dann macht ihr die blauen eigentlich in der Regel immer mit. Wenn ihr euch wirklich um die normalen Aufgaben kümmert. So, aber ich glaube, ich kann jetzt nicht wirklich einen Unterschied erkennen. Auf den allerersten Blick sieht eigentlich genauso aus wie vorher auch.